Habe ich jetzt Kobolde gekriegt? Nö. Aber ich kann mir hier die Altäre angucken. Dann hole ich mir das letzte Buch. Great! All the altars have been discovered. Now, have them demolished and collect the pieces of the key. Ah ja. How am I there yet? Bringe die Schlüsselstücke mit Baal in den Dungeon. Ah ja. Here I go again. Klingt einfach. Jetzt aber erstmal das letzte Buch holen. Dabei ein paar Pilze umwandeln. Ein paar Skelette moschen. Schicke Baal um das Schlüsselstück. Dann muss er deinen Dungeon. Muss er deinen Dungeon ohne Teleport erreichen? Ah. Out of the pit into a hell. Also muss ich Baal so wegschicken. Und? Wo sind meine Materialien? Mistkerl. Gott. Oh, da geht's nicht lang. Kein Problem. Heroes are entering your dungeon. Ah. Nice. You found a part of the key. Now go get the rest. Helden im Dungeon. Das ist schick. Die bringen mir nämlich Materialien. Zeug und gleich nochmal Zeug und der letzte Ingenieur macht auch Zeug, sehr schön. Gut. Baal. Ja, da spiele ich mal kurz den Faulen. Hol mir das, was in der Truhe ist. Dann kannst du dich hier unten hin teleportieren. Wow. Wohl doch nicht so. Baal mal aus der Schusslinie holen. Wow. Das ist jetzt eine richtige Klopperei, oder? Baal, mach mal das Ding kaputt, dass da keine Rachegeister mehr rauskommen. So, Baal hat das zweite Stück. Damit muss er in den Dungeon zurück. Wow. Autsch. Und Priester sehen irgendwie cool aus, wenn sie Level 3 sind und Superrüstungen anhaben. Fällt mir gerade so auf. Durch was ersetze ich dich jetzt? Am besten durch einen Recken. Recke? Ne, Recke ist das, was da fehlt. Abbrechen. Einheit fertig? Ja, Einheit fertig. Okay, ich habe einen Recken übrig. Da gibt es jetzt halt einen Berserker. Gut, Baal wieder hierher porten.
Der Berserker muss aufgepäppelt werden. Da habe ich einen Recken wenigstens als Ersatz. Und ich sollte alle Truppen erstmal wieder zum Essen schicken, denke ich mal. Und 4. Geht essen. Geht essen. Geht ihr beide da jetzt essen? Nein, ihr geht durch die andere Seite essen. So, da der Level 2 hat, können wir ihn gleich mal upgraden. Fallen sie noch alle okay aus soweit? Ja, ich glaube, um Dungeon Stufe 9 zu erreichen, müsste ich noch ein paar Überfälle und so machen. Und noch mehr Gebäude bauen. Ich weiß halt nicht, mit was man alles die Dungeon-Stufe steigert, weil in dem Dungeon hier, in dem Feind-Dungeon-Moschen, bringt irgendwie nichts. Oh, der Raum ist noch gar nicht gesäubert. Und hier wuseln Mechaniker rum. Au. Squad 1 zurückziehen. Say hello to the boys back home. Baal, mach mal eine Heilaura. Say hello to the boys back home. So, was lebt da noch? Was lebte da noch? Ist hoffentlich jetzt alles tot. Ach, hier ist so ein Zwergenreinporter. Ah, nö, das muss ja jetzt nicht sein, dass hier. So viel Zeug kommt. So, sicherheitshalber Baal mal das Ding zerstören lassen. So. Sehen alle noch ganz okay aus. Ja, passt. So, jetzt müssten alle geheilt werden, hoffentlich. So. Du latscht jetzt hier einfach wieder raus. Die geben die Rückendeckung. Mhm. Dann fehlt nur noch der Schlüssel da oben. Kann ich schon mal alle hier hinporten. Dass sie hier ein bisschen aufräumen. You have a new objective. Neues Missionsziel, töte den KSZ-Anführer. Oh. Hey Kumpel. Oh. Leute, helft mal eurem Anführer, eurem General, eurem Baal. Du machst den Altar platt. So. Und dann flüchtest du schon mal in die Richtung. Oh.
ist unterwegs der Heilaura da. Bei Squad 3 wird gerade aufgerieben. Etwas. So, ignorieren wir die da hinten mal. So, die anderen Squads sehen noch alle okay aus. Ja. Heroes are entering your dungeon. In dem Dungeon sind wir sowas von egal. Die kommen nämlich nicht durch meine Fallen durch. Wow, der hält aber auch gut was aus, du. Vor allem wird er ziemlich selten getroffen. Oh. Ball. Der kriegt Unterstützung, das ist auch mies. Wahlrückzug, bring mal den Schlüsselteil weg. So, da kannst du dich nämlich jederzeit wieder rein und raus porten. So, eine Heilaura. Dass nicht alle hier gleich rumfliegen. Oh, da kommen noch mehr von hinten. Ja, ich wäre wirklich froh, wenn ihr den blöden Anführer tot kriegen würdet. Genau, ist sehr schön. Marvelous Death Slayer, the pieces of the key are saved. Now, according to Longhose, the bottom level was also the place where the dwarves of ancient times forged the sword used by the god Krolm to slay the Dragon King. If so, maybe we can find an anvil and other forging equipment down there to put the pieces of the key back together. Yeah, let's put our trust in some guy named Longhose. Great idea. Hardly the time for complaining and making faces, Deathslayer. I'll leave some minions here to slow our pursuers down. You just prepare to show the horrors of Groove Urtat what you are made of. Yay. Mission abgeschlossen. Sehr gut. Ja, was haben wir da für Runen gekriegt? TP von Arbeit um 100% erhöht. Krankenversicherung. Das ist ja eine geile Rune. Aber ziemlich useless, weil Arbeiter kann man so leicht ersetzen. Trankeffizienz hatten wir schon mal. Darbietung plus ein Material alle 5 Sekunden. Ist auch eher meh. Panzereinheiten erhalten zusätzlich 25% Erfahrung. Naja. Gut, fortfahren. Wir haben keinen Punkt zu vergeben, weil uns noch knapp 500 Punkte fehlen. Da würde ich auch den letzten Punkt wahrscheinlich in Schuppenhaut reinpacken, damit wir weniger Schaden nehmen. Gucken wir mal kurz, wie die nächste Mission heißt. Das sieht ja lustig aus. Hier erst ein kleines Felschen, dann irgend so ein Turmgebilde und dann ein Obelisk. 1000 Zeitalter in der Hölle. Okay. Unter dem Berg die Pforte zu einer Art Hölle. Mhm. Ja, und das müsste dann die letzte Mission von Kapitel 3 sein. Und dann gehen wir wahrscheinlich ins letzte Kapitel über. Weil soweit ich weiß, hat das Spiel 4 Kapitel. Gut, aber vorher gibt es erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.